Minuten um 14.38 Uhr also die erste Deutsche in der Spur, Andrea Henkel. Dann folgt Tina Bachmann, dann Magdalena Neuner, Katrin Hitzer mit ihrem ersten Start in diesem Winter. Sie ist neu dabei, ganz neu sogar Caroline Hennecke mit ihrem Debüt im Weltcup. Und Miriam Gössner, die so optimistisch ist, dass sie heute richtig gut schießt, die ist die Letzte im deutschen Team. Viel mit den amerikanischen Männern zusammen. Auch da hat Bernd Eisenbichler gesagt, unfassbar, wie hart sie ist. Sie läuft und läuft, bis sie umfällt und will um keinen Preis klein beigeben. Mari Laukkanen, die junge Finnin aus Vuokatti. Auch für sie der zweite Sprint dieses Winters. Erster Fehler. Das ist wie im letzten Jahr, wird angezeigt durch einen kleinen gelben Punkt da und durch dieses rote Aufflackern der Grafik. Jetzt hat es schon dreimal. Und sie hier, die Auftaktsiegerin von Östersund, Daria Domracheva, ist unterwegs. Erstes Achtungszeichen, Anastasia Kuzmina. Veröffentlicht war. Sie möchte allen Fans die Chance geben, sich von ihr gebührend zu verabschieden. Und hier sehen wir Helena Eckholm, die wie immer in der Mitte beginnt mit dem Schießen, die eine schnelle Schützin ist. Oben drüber läuft die Zeit. Alles unter 30 Sekunden ist wunderbar und noch dazu fehlerfrei. Starke Schießeinlage von Helena Eckholm. Zeigt schon, wie schnell Kaiser Mäkerein in das Ganze hier begonnen hat. Ob es zu schnell war, zeigt das Ergebnis des ersten Schießens. Genauso schnell wie Don Familie. Sie wird ihr fehlen, aber erst, wenn Hanti Mansisk vorbei ist. Elise Ringen, Sie sehen rechts die Ziffer, das ist die Null für den Liegendanschlag. Und jetzt schon der neunte Schuss im schwarzen Fleiß. Sie muss immer wieder gebremst werden, damit sie nicht zu viel macht. Damit sie überhaupt wieder regenerieren kann, um topfit in den Wettkampf zu gehen. Vielleicht ein bisschen zu schnell den ersten Schuss gesetzt. Dann war der Rhythmus sehr schön. Da passte auch alles, aber hilft nichts. Einmal muss sie in die Strafrunde. Und wir sind schon wieder bei Anastasia Kuzmina, die immer noch führt nach dem ersten Schießen. Hat sich vor der vorletzten Saison einen neuen Schaft anfertigen lassen mit einer kleinen Verlängerung nach hinten. Wird alles millimetergenau angepasst. Ihr Schaft übrigens aus Ahornholz. Die meisten, auch der deutsche Waffenbauer, benutzt eher Nussbaum. Und jetzt erstes Schießen von Magdalena Neuner. Reagiert ein bisschen auf den Wind, der von links aufgefrischt hat. Sie ist eine brillante Liegenschützin. Nicht erst in diesem Winter hat sie das unter... Jetzt also Helena Eckholm zum Zweiten. Links unten die Führende, das ist die Norwegerin Ringen. Die hat hier Kuzmina abgelöst. Das ist ganz stark. Gerade wenn großartige Umfänge trainiert wurden, dann hat sie besonders gezwackt. Mal links, mal rechts. Und auch jetzt hat sie immer noch Beschwerden. Kaiser Mäkerainen muss jetzt schon sehr schnell und null schießen, um an die ersten heranzukommen.
Wir haben deutlich gehört, die Ansage von Rico Groß. Den Rückstand auf Kuzmina. Und das ist Andrea Henkel zum Zweiten. Auch hier haben wir ihn nochmal die Uhr eingeklinkt. Zeit läuft vom Betreten der Matte, vom Ablegen der Stöcke bis zum Wiederaufnehmen der Stöcke und dem Verlassen der Matte. Das ist die sogenannte Schießzeit. Erstmal möchte sie heute genauso wie Magdalena Neuner natürlich ein richtig gutes Resultat abliefern. Ist erst einmal die Führende im Ziel. Ja, schade für Tina Bachmann. Geschossen hat sie schnell, aber vor lauter Eile hat sie noch mal einen Stock fallen lassen. Und leider muss sie jetzt auch noch mal abbiegen in die Strafrunde. Also 150 Meter ist so eine Runde lang. Das hat sich nicht verändert. Und wir sehen Magdalena Neuner. Tolle Zeit. Und noch ein Bilderbuchschießen, das gibt's doch nicht. 10 Treffer, Magdalena Neuner, unbeeindruckt von allem Trubel drumherum. Sehr zur Freude von Gerald Hönig. Sie bedauern natürlich alle diesen Rücktritt. Es wird keine Lücke geben, es wird einen riesigen Innerbach. Ihrerseits die Lokomotive macht ein Ehrengeleit auf den letzten Metern für die Große, für die Überragende, für die neue Spitzenreiterin, für Magdalena Neuner. Mit unglaublicher Frequenz, mit tollem Oberarmeinsatz. Mit einem Wahnsinnsspeed kommt sie hier über die letzten Meter und sie ist die neue Spitzenfrau des Tages. 14,9 Sekunden noch mal schneller. Gut vergleichen jetzt mit Magdalena Neuner, die ja auch fehlerfrei blieb. Über 1 Minute und 13 Sekunden. Anna Bogali-Titowetz. Andrea Mali. Auch das slowenische Team ein bisschen reduziert in diesem Winter. Tadeja Brankovic legt eine erneute Pause ein, bekommt ein zweites Baby. Also sind die Andrea Mali und Thea Gregorin relativ auf sich allein gestellt. Romana Schrempf. So, jetzt schauen wir mal. Caroline, das erste Weltcup-Schießen hat sie mit 0 absolviert. Noch einen drauf, das wäre zu schön. Ja, so cool, so schön kann es sein. Weltcup bei den deutschen Damen. Caroline Hennecke, um den Nachwuchs müssen wir uns offenbar keine Sorgen machen. Siehe Franziska Hildebrandt in Östersund. Und jetzt Caroline Hennecke, als wenn das alles nichts wäre. Mussten ein bisschen improvisieren. Mehr Chancen den Jungen nach Sandrine Bailly. Und die meisten nutzen diese Chancen wunderbar. Auch sie, Laure Bosque. Okay, die guten äußeren Bedingungen erleichtern das ein bisschen. Aber 2x0 schießen. Klar, die Bedingungen der Koreanerinnen nicht so perfekt, wie wir sie hier in Mitteleuropa haben. Nur ein Fehler, klasse Leistung. Und jetzt schauen wir auf den Liegendanschlag von Miriam Gössner. Das war im Training sehr gut. Sie hat viel experimentiert. Gestern nochmal mit der Laserwaffe und dem Wissenschaftler Stefan Ehrlicher. Hat viel Zeit genommen für die ersten Schüsse. Und dennoch dieses unheilvolle rote Auflana Slepcova. Eine der starken Russinnen der letzten Jahre. Sprint und Verfolgung in Östersund waren schon ganz okay, hat sie gesagt. 9. und 5. Und der Stehendanschlag, das ist ihr Sorgenkind. Da hat sie leider schon 2 Fehler vom Liegenschießen mitgebracht. Und sie wollte viel, viel besser schießen als in Östersund. Da gab es 5 Fehler im Sprint. Mina, ganz große der letzten Jahre. Die deutschen Platzierungen nochmal im Stenogramm. 8. Andrea Henkel, 14.